So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Herr der Ringe, Schlacht um Mittelerde. Letzte Folge hat sich Urgral aus irgendeinem Grund in den Tod gestürzt, indem er hier in das gegnerische Lager reingerannt ist. Wir haben schon ziemlich viel Zerstörung angerichtet, werden damit jetzt auch weitermachen, in Form von so und so. Oh Gott, wie viel habt ihr wieder aufgebaut? Dann, die können sich hier mal totrennen. Das ist okay für mich. Wir füttern sie im Lager. Sind sie das? Hier. Ja. Kommt hier Kraken hin. Wenn wir sowieso gerade offene Sicht haben, können wir auch nach hier rufen. Greift das Ding an. Das hier. Das war zu erwarten. Ja, ihr wisst schon, dass ihr gerade auf dem Drachen zu läuft. Hier hinten ist ja eigentlich nicht mehr viel, ne? Zwei Türme. Machen wir uns auf die Jagd. So, dann die beiden Spezies dazu. Was sollen wir sonst noch bauen? Also der Schmelzofen hier hat denen nicht gefallen. Macht ihr Schnitzel angegriffen! Ja. Reiter Isengard. Da ist ihr Lager. Eure Vorrücken. Da ist er frei. Was sollen wir tun? Reitet sie nieder. Greift an. Greift an. Sie wittern es. Das Gebäude ist fertig. Haltet die Wölfe im Zaun. Team Wagt zieht sich zurück. Team Hero geht mal hier drauf. Und dieser eine Trupp geht auf den Baumeister. Team Wagt. Drei. Mir ist ernsthaft ein Wagt-Trupp dabei weggestorben. Zwei besiegt, zwei spielen. Sehr schön. Die Aktion hat mich jetzt gerade mal laut Wecker keine Minute gekostet. Er war einfach nicht an. Ja, dann machen wir die hier weg. Mal gucken, wie sich dieser kleine Kampf macht. Ich muss ein bisschen besser auf meine Leute aufpassen, habe ich das Gefühl. Ich meine, gut, die Wagtruppen sehe ich sowieso nie wieder. Von daher ist das jetzt nicht tragisch, aber mir ist Urgral einmal gestorben. Das ist mich ärgert. Arbeitet an eurer Einstellung! Ja. Immer diese Standarddrohung. Arbeitet an eurer Einstellung, sonst arbeite Ihr ich wisst, an eurer was Ausstellung. Zu tun ist. Wenn hier jetzt irgendwas Interessantes bei wäre, hätte ich gesagt, okay, ich lasse die Raben weg, aber da ist nichts. Hier gibt es immer Arbeit! Baut! Hier entlang! Wie viele sind das? Einer. Isengard gegen Isengard. Bewegung, Uruk-hai. Dam, dam, dam. Das heißt, wir haben keine Flieger zu befürchten. Macht, was euch befolgt. Danke, danke. Fertiggestellt. Ja. Viel mehr Platz ist hier unten noch nicht. Ihr wisst, was zu tun das ist. Auge beobachtet uns. Hatten wir nicht irgendwas gesagt von hier wird eine Festung gebaut? Mach dich nützlich.
Ich beobachte euch. Was steht hier eigentlich? Ah, zwei Truppen. Schützen. Team 2. Bleibt zusammen. Na? Wie weit bist du? Das Gebäude ist fertig. Macht, was euch befolgt. So weit wie der hier. Ah. Okay. Hier oben kommt ein Holzfällerlager rein. Würde ich sagen. So. Neben das Feld. Ah, machen wir hier auf die Ruine. Nichts kann die weiße Hand aufhalten. Gucken wir direkt, ob hier das ist. Also das Gegnerlager. Sieht gut aus. Da rennt ein Hund rum. Größer als ein Hobbit. Weiter! Weiter! Rennt! Yep, das sieht mir nach. Dieser Ort gehört dem Feind. Nach Bau aus. Bisschen Kleingeld für uns. Weiter! Weiter! Haltet euer Werkzeug bereit! Turm. Macht dich nützlich! Haltet eure Waffen bereit! Ah, sie folgen mir gar nicht. Stufe 1? Stufe 1. Ein Trupp war weiter weniger, den ich angreifen kann. Gefällt mir. Rennt! Hier entlang! Da ist ihr Lager! Rennt! Ja, wir wollen noch nicht auf Vollagro spielen. Weiter! Weiter! Wir sind hier fertig! Er gehört mir! Was ist das? Baumeister, zwei Schuss. Die Festung ist bereit! Ja. Hier entlang! Weiter! Weiter! Hier entlang! Okay, na komm. Berserker? Kommt hierher! Jetzt! Rennt! Und 50% Rüstung. Lurz ist weg! Wer hat jetzt das Kommando? Ich würde sagen Lurz und Ural, ne? Ah, Lurz kostet nur 900. Seht ihr was? Macht euch wieder an die Arbeit! Gut, dafür hat er auch ungewöhnlich wenig Leben. Aber er kostet nur 900. Das heißt, er hat 6 Wargreiter A14, das sind schon 7. Ah, nee, Quatsch, das sind 70. Ja, da hätte er ein bisschen mehr töten müssen, um seinen Eigenwert rauszuholen. Aber. Wir haben viel zu tun! Passt. Ihr wisst, was zu tun ist! Was sollen wir danach? Ist schon okay, war jetzt nicht so Riesenverlust. Ihr habt nicht gefaulenzt! Hey, wir haben den gegnerischen Angriff geschwächt. Das ist auch schon was wert. Bewegung! Also, je nach Art der Schwächung. Baut! Kann man das sogar vernünftig in Gold aufwiegen. Sagen wir mal, mit einem Herr Walkreiter mehr hätten sie uns eventuell hier die Armbrustschützen weggehauen. Das ist also schon was. Vernichtet sie! Wo willst du denn hin? Holzfällerlager, stimmt's? Ja. 83. Ich dachte, wir sind fertig. Schieb den Karren. 83 Gold für das Abschießen eines Gegners, der mich sowieso gestört hat. Ihr wisst, was zu tun ist. Halte sie vorgehen in der Marktgrube. Ja, keiner durchgekommen. Weiter, weiter. Rennt. Was? Also hier oben ist Haupteinfahrtschneise jetzt. Erstmal. Nützlich. Wir sind fertig. Ja. Arbeiter! Ihr macht, was ich sage! Dann dürften das fast seine Starttruppen gewesen sein. Ich weiß, da sind noch Wagreiter. Aber ein bisschen was wird er sicher zur Basisverteidigung haben. Jetzt! Weiter!
Das da! Nächste Gebäude ist fertig. Bewegung, Urukai! Mal gucken, was wir diesmal erwischen. Schneller! Rennt! Hier das ist natürlich gut. Bewegung, Urukai! Dieser Ort gehört dem Feind. Korgal war 3000? 3000. Das ist natürlich die Hausnummer. Da ist der Feind. Was sollen wir tun? Na, erstmal schießt ihr den Baumeister weg. Und wenn der down ist, dann können wir gucken. Ja, 130 Schaden, 130 Gold. Ressourcen. Es scheint mir so, als wäre hier nicht viel los in eurem Lager. Schneller! Kommt schon! Schneller! Hier entlang! Ja, da sind die Waagreiter. Kommt schon! Die habe ich gesucht. Urukai. Jetzt stirbst du! Hier entlang! Weiter! Weiter! Nicht ganz so sehr, aber ich habe sie gesucht. Zieht eure Waffen! Flächenschaden ist so stark. Los! Kommt her! Auf sie! Zieht eure Waffen! Ja. Kämpft! Los! Theoretisch könnte ich jetzt auch auf Bogen wechseln und den Krüppelschuss ansetzen. Aber da komme ich gar nicht zu. Okay, ein Gegner schon Saruman töten ist genauso viel wert wie ein Lutz wieder beschwören. Nice to know. Reißt es nieder! Der Feind ergreift an! Und ich darf immer noch nehmen. Hier entlang! Ich kann sie riechen! Attacke! Jetzt aber. Wo seid ihr? Hier hinten. Verschont niemanden! Hier entlang! Kommt schon! Legt es in Schutt und Asche! Der Feind brennt es nieder! Er gehört mir! Ich kann sie riechen! Wir müssen kämpfen! Ich will Lutz, lass das! Wir sind hier mit einer ganz klaren Jobbeschreibung. Schaden machen und selber nicht sterben. Weiter, weiter! Rennt! Oh, 7000 Gold. Macht, was euch befohlen wird! Baut! Hallo. Weg mit dem Gebäude! Das ist kein Gebäude. Just saying. Parklager, Rüstkammer. Mach dich nützlich! Hier gibt es noch was, womit wir die Gegner mobben können. Oh, Gott. Ja. Dann sehen wir uns gleich noch die Verteidigung von. Ah, wie heißt das? Eldorans Haus? Bruchtal, genau. Die Verteidigung von Bruchtal sehen wir uns gleich noch an. Sollen wir danach bauen? Ach, Lords, du und deine übertriebene Reichweite. Große Frage ist jetzt, kommen wir noch dazu, den Drachen zu beschwören oder eher nicht? Wenn ich mir das hier so ansehe, eher nicht. Sie müssen sterben, Sand! Legt es in Schutt und Asche! Reißt es nieder! Jetzt stirbt!
Na, wie weit kannst du werfen, Kleiner? Das ist ein gutes Stück. Ja. 11 Minuten Kampf. Angenehme Länge. Kann man ab jetzt rauskarten. Gegen einzelne Gegner. Mal sehen, ob Bruchtal ähnlich schnell geht. Ja, es ist Elronds Haus in Bruchtal. Genau. Ich hoffe mal, ja. Weil sobald dieser Kampf sicher gewonnen ist, kann ich ja sagen, ich mache einen Cut. Und dann habe ich nicht das Problem, dass ihr wisst, was zu tun ist. Ich weiß. Oh, passt mir. So. Baut! Wir greifen an! Bald! Hier seid einige. Zwei. Macht eure Waffen bereit! Und kein Held. Das schreit ja schon fast nach Urgrall. Da ich vermute, dass hier zu ist, ja, gehen wir hier in Verteidigung. Nicht trödeln! Ich krieg langsam Hunger! Vorwärts! Haltet euer Werkzeug bereit! Gegen wen kämpfen wir überhaupt? Ah, verdammt, ein Drachen. Nachtgulreiter. Und. Was war das andere? Elben macht nichts. Aufpassen, du! Arbeiter! Ihr wisst, was zu tun ist! Schnell hin, das Gebäude. Macht euch kampfbereit! Schneller! Armbrüste! Wäre es nicht intelligenter gewesen, den Turm von unten anzufangen? Das nächste Gebäude ist fertig! Was sollen wir sonst noch bauen? Das ist nur eine Frage. Also ich würde das Gebäude von unten anfangen. Gut, zurück an die Arbeit. Da. Mach dich nützlich. Dann können wir gleich ein Holzfällerlager hier irgendwo hin platzieren. Hier zum Beispiel. Da passt nämlich sonst nichts Zügiges mehr hin. Arbeitet an eurer Einstellung. Und ich würde sagen, es ist besser, wenn wir einen in jeden Fall. Ich dachte, wir sind fertig. Wir sind bei 1,5. Das kommt gut. Dann können wir uns hier noch eins hinknallen. Mach dich nützlich. Und im Prinzip müsste dann Orgral auch soweit sein. Also in kürzester Zeit. Ihr könnt eure Blockformation nochmal auflösen, um einmal etwas anderes zu tun als verteidigen. So wollen wir das Ding hier haben. Weiter, weiter! Ja, weiter. Das neue Gebäude ist fertig! Noch ein Gebäude fertiggestellt! 82? Über 82 kommen wir nicht mehr, wa? Ihr wisst, was zu tun ist! Ihr werdet nicht gefaulet! Dann brauchen wir den Wagreiterbau. Eigentlich brauchen wir den Wagreiterbau. Aber wir haben schon 1000 Kontrolle und also 1000 Einheiten können wir kommandieren. Und haben sehr viel Platz noch über.
Wir wären dann fertig. Mach dich nützlich. Ich weiß, ich weiß. Der Wagbau kommt trotzdem hier hin. Das Platzieren eines Schmelzofens hat mir jetzt genauso lange gedauert, wie er gekostet hat. Macht euch also wie es Zeit gekostet hat, das Geld wieder reinzubringen für den Bau eines. Gott. Vorherige Formulierung war falsch, aber viel kürzer. Also, grammatikalisch. Ihr wisst, was zu tun ist. Jetzt gehört das Gebäude uns. Das ist gut. Macht eure Waffen bereit. Nicht zurückfallen. Du. Bewegung. Warte. Seid auf der Hut. Nicht zurückfallen. Zurück. Nicht zurückfallen. Zurück. Ach, Quatsch. Das ist, noch ein Gebäude. Das ist Orkralgeld. Haltet die Waage in der Waaggrube. Na? Gehen wir da wirklich durch? Haltet euer Werkzeug bereit! Das ist jetzt die Frage. Eigentlich ist die Frage, wann haben wir die 1000 zusammen, um das... die Rüstkammer zu bauen. Mach dich nützlich! Hier gibt es immer Arbeit! Und lohnt das hier? Ihr wisst, was zu ich sag tun ist. Ja. Mensch, die Gegner lassen sich aber Zeit, ne? Mann, gleich können wir den ersten Söldnertrupp da reinschicken. Oder Beschwörungstrupp. Na, ich glaube, es ist doch gut, wenn wir den hier hinschicken. Das Gebäude ist fertig! Oh, geht mit dem Beschwörungstrupp auf Jagd. Doch, lieber dahin. Muss ich ja mal sagen. Uruks! Aufschießen! Bewegung! Weiter! Weiter! Das neue Gebäude ist fertig! Wo bleibt Trolli? Und weil wir so großzügig sind, nehmen wir Schlangenzunge mal mit. Macht, was euch befohlen wird! Ah, hier ist alles dicht. Los, weiter! Urugrube. Passt die hier wirklich nicht hin? Ah, doch, hier. Mach dich nützlich! Ich weiß, ich weiß! Und eine Rüstkammer. Passt hier hin. Ping. Ihr wisst, was zu tun ist! So, weil wir haben schon die kleine Beschwörung fertig, dann wird gleich die große auch noch ready sein. Und wir haben immer noch keine Ahnung, wo die Gegner überhaupt sind. Ich glaube, hier unten brauche ich nicht mehr gucken. In dieser Grube züchten wir das sieht doch schon mal nach feindlichem Lager aus. Inklusive Drache. Sie sind zu weit weg. Dieser Ort gehört dem Feind. So leicht werden sie nicht. Ihr müsst mir vertrauen. Ja. Einen Stufe 3 Helden. Das klingt nach einem ganz tollen Plan. Diese Gebäude gehören mit euch, ihr faulen Säcke! Mach dich nützlich! Wir werden fertig! Geht aus dem Feuer raus. Reißt alles ab! Zerstört alles! Wir haben den Feind gefunden! Sie greifen uns an!
Ich weiß, was es ist. Ja, hier entlang. Der Feind ergreift an! Das nächste Gebäude ist da. Schlangenzunge, du bist total nutzlos. Oh, wir haben schon wieder locker 5 Minuten überzogen. Aber ich würde sagen, unsere Vernichtungskraft reicht inzwischen. Boxy. Dieser Ort gehört dem Feind. Ah, jetzt macht ihn auch noch eins. Los. Bist du Blindriese? Da ist der Feind. Was sollen wir tun? So. Naja, Steine schmeißen wäre eine Idee. Beschwörungszeit abgelaufen. Ja, gut, aber ich würde mal sagen, da die Gegner wirklich nur ein Lager bauen und so, sind wir hier durch. Viel mehr passiert hier nicht mehr. Interessantes. Wir können jetzt die beiden Helden, also Schlangenzunge würde ich jetzt nicht unbedingt als Held bezeichnen, aber wir können die beiden Leute hier nehmen. Ja, im Prinzip wird das jetzt so ablaufen. Ich komme mit Orgal, walze hier alles nieder und dann ist der Kampf vorbei. Wir werden angegriffen. Eventuell kommt zwischendurch noch Drachi, aber wir haben hier auch nur noch 3, 5, 4 und hier oben baut sich das nächste 5 Gebäude. Ja, also das ist echt nicht doll, was uns hier noch im Weg steht. Ja, die können das nicht mal gegen die Waage verteidigen. Aber exakt so platziert, dass die Waage es nicht angreifen können. Erledigt sie! Der Feind, der Gründer! Erkennen Sie Ihre Schwäche? Verstärkung rufen. Schwimmen wir sie mal hier hin. Los, erobern! Wer hat das denn gesagt? Ja, komm. Lass gut sein. Ich glaube, ich rieche den Feind. Sie greifen an! Ich glaube, Marduk. Bis Ende. Festung ist hin, Beschwörungsteam ist da. Ich kann jetzt auch auf aggressiv setzen, da passiert nichts mehr. Nee. Yep, hauptsächlich euer. Das ist der letzte, ne? Ja, einen Feind vernichtet. Eine unserer Feinde ist. Gut, dann würde ich soweit mal sagen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns die Schlachtkarte noch an. Wenn ich schon überziehe, dann richtig. So. Tja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.